So, wir kommen zurück und ja, er hat geschlossen. Wir kommen zurück bei dieser nachsynchronisierten Aufnahme von Pokémon Kristall. Leider musste ich das jetzt machen, weil der Sound beim Aufnehmen unsynchron war. Daher tue ich das jetzt wieder, ja, wieder kommentieren. Hallo, ich verkaufe preiswerte Kräutermedizin. Sie wirkt, ist aber, ist sehr, was? Oh Mann, Moment, ich habe da so einen Fraps auf. Ich glaube, das beende ich dem zu jetzt mal. Lalala. Hihihi. Okay, okay, was kaufen wir denn? Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Ich möchte mal ein paar Vitalkraut für wo genau kaufen. Kraftwurzel, fail. Weil, ja, weil wir eh nicht so einen großen Wert auf Zuneigung bei Woingenau legen. Außerdem braucht Woingenau sehr viel Heil-Items, weil es ja sehr viel einstecken muss. So, dann gehe ich mal zum Chauffeur und tun unser Pokémon wieder ein bisschen aufpimpen. Pimp mein Pokémon quasi. So, natürlich mache ich es bei Evoli, damit Evoli, ja, sich entwickelt. Entweder zu Psyana oder zu Nachthaare. Habe ich schon angekündigt, dass ich Evoli entweder zu Psyana oder zu Nachthaare entwickeln werde? Ja, ne? Egal. So, gehen wir mal weiter. Oh Mann, das ist total ungewohnt, jetzt nachzusynchronisieren. Ich hoffe, es funktioniert, weil ansonsten habe ich jetzt wieder 40 Minuten umsonst gequatscht. Ich mache das nämlich gerade mit Camtasia. Und ja, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich teste es quasi im Let's Play. So, gehen wir mal da. Alter. Stehen bleiben. Ich sah dich und bin dir gefolgt. Hör auf, mir nachzustellen. Ich muss mich um Team Rocket kümmern. Moment, du hast mich schon besiegt, oder? Ja, das war nur Dusel. Ich begleiche meine Rechnungen. Kann es sein, dass du angepisst bist, weil du gegen mich kämpfen willst und so? Naja, scheiß drauf. Okay, mach mal Silber schnell fertig. So heftig ist er ja bestimmt nicht. Golbat. Kann er sich kein X-Bad leisten? Was für eine arme Sau, der hat kein X-Bad. Eine Runde Mitleid. So, okay, ich wechsle mal aus. Evoli ist mir ein bisschen zu heiß. Ich würde sagen, na, lass mal X-Bad gegen Golbat kämpfen. Na, jetzt will schon X-Bad, du dumme Nuss. Namens Janka LP, so. Oh Mann, total lustig irgendwie, das nachsynchronisieren. Ich weiß ja ein bisschen, wie ich das gespielt habe. Der Part habe ich ja gestern produziert. Er greift uns mit Flügelschlag an. Gut, dann fliegen wir mal davon. Was? Konfusstrahl? Na gut, das kann man auch machen. Also gut, der Vergangenheits-Kevin, beziehungsweise Janka LP, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt, hat Konfusstrahl eingesetzt. Ich hätte jetzt Fliegen eingesetzt. Na gut, aber live im Let's Play ist es natürlich andere Sache. Jetzt habe Konfusstrahl, ist so schlau wie er war, zweimal eingesetzt. Das ist super. So, okay, jetzt setzt endlich Fliegen ein, ich bin begeistert. Und es geht Mischig, aber das ist nicht mehr verwirrt. Naja, hat der kaum was gebracht. So, das müsste ihn zur Hälfte jetzt schwächen, glaube ich, oder? Ja, natürlich, genau. Er greift uns mit Flügelschlag an. Okay, jetzt hat unser X-Bad die Hälfte seiner KP verloren. Und jetzt killen wir das gegnerische Golbat auch mit einem Flügelschlag. Ja, wir greifen es an mit Flügelschlag und killen. Wir killen es natürlich nicht. Ja doch, tun wir. So. Evoli hat ein Level abbekommen. Das ist gut, weil wir wollen es ja schließlich zu Nachthaare oder Psyana entwickeln. Welches Pokémon es ist, werde ich euch noch nicht verraten. Es wird sich zeigen, wenn es soweit ist. Magnetilo. Da wechsle ich zu Iglava. Welches immer noch nicht Flammenrad beherrscht. Mensch, Iglava, lerne endlich Flammenrad, du dumme Nuss. So, dann muss ich eben mit Glut angreifen. Weil wir zu arm sind für Flammenrad. Okay, Volltreffer sogar, das ist sehr schön. Und wieder ein paar Erfahrungspunkte. Jetzt kommt Impagator. Jetzt kriege ich auch Angst. Das ist die Entwicklung von seinem Starter, die Vollentwicklung. Wir haben unser Igel aber noch nicht voll entwickelt, aber das kommt noch. Ja, das ist völlig logisch, dass es Level 32 hat, weil Tyrakrok, die Entwicklung aus Karimani, entwickelt sich mit Level 30 zu Impagator. Und mir fällt gerade auf, dass die Schrift irgendwie ein bisschen abgeschnitten ist, kann es sein? Oder liegt es nur so an Camtasia? Egal, nicht so wichtig. So, Impagator ist verwirrt und hoffentlich verlässt du dich jetzt selber.
Ja, er setzt Grimasse ein, aber er schlägt fehl. Es ist ja ein Geist-Pokémon, da funktioniert es glaube ich nicht. So, schlafen wir eine Runde. Impagata schläft tief und fest. So, und jetzt spuck ihn ins Gesicht. Spuck ihn ins Gesicht. Da kennst du diese Knarren aus Rayman 3. Spuck ihn ins Gesicht. Ich rieche frisches Fleisch. Lasst ihn rennen. Fleisch mit Salz ist besser. Na gut, ich glaube, das jetzt play sogar mal jetzt Rayman 3. Geiles Spiel, eines der besten Spiele in meiner Kindheit. Und Impagato ist fast down. Okay, jetzt setzt er bestimmt ein Item ein, das heilt. Ah, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass er eine Top-Genesung oder sowas einsetzt. Naja, egal, Impagato ist down. Jede Menge Erfahrungspunkte für unser Evoli und für Alpollo. Und jetzt kommt Nibel. Oh Gott, ein Eis-Pokémon. Da wechsle ich zu Impagato. Quatsch. Impagato fail. Zu Iglava. Und jetzt, ich probier's mal mit Walzer. Einfach mal so, natürlich hätten wir auch Glut einsetzen können, aber Walzer können wir ja auch einsetzen. Alter, das hat jetzt ganz schön viel abgezogen für einen Ruckzuck-Hieb. Na gut, dieses Nieber hat ja auch Level 32. Das ist schon eine Marke, eine hohe Marke, ja, eine hohe Marke ist es, ja. Mann, warum geht der letzte Angriff von Walzer daneben, ey? Du wirst dich jetzt nicht killen lassen, Igel. Lava wurde gekillt von einem Eis-Pokémon. Ist ja mal wieder super. Gratulation an Iglava. Und ich übersteuere gerade ein bisschen, aber scheiß drauf. Camtasia ist ein bisschen zickig, was das Übersteuern angeht. Ich bin jetzt schon 30 cm vom Mikrofon entfernt. Es kann gar nicht sein, dass es übersteuert. So, ich rede jetzt ganz normal, selbst wenn es übersteuert. Bla bla bla. Ich kann es ja am Schluss noch anpassen. So. Und Evoli erledigt den Job, was Iglava nicht schaffen konnte. Und killt das Nibel und kriegt gleichzeitig auch eine Menge Erfahrungspunkte. Bald hat Evoli Level 33. So, was kommt jetzt? Ich habe es gerade nicht gesehen, was kommt. Ich schätze mal Apollo, oder? Ja, natürlich. Gut, dann lassen wir Apollo gegen Apollo antreten. Geister gegen Geister. Ja, weil es dieselben Pokémon sind, kommt es darauf an, welches Geister-Pokémon schneller ist. Und unseres ist schneller, sehr schön. Sehr effektiv, Geist gegen Geist. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber gut. Ist halt so, ne? So, wieder ein paar Erfahrungspunkte und Silber hätten wir geschlagen. Warum? Warum habe ich verloren? Na, jetzt mach schon. Ich habe die stärksten Pokémon zusammengetragen. Ich habe mich so angestrengt. Warum habe ich bloß verloren? Du bist scheiße, das ist es. Ich verstehe es nicht. Ist es wahr, was dieser Siegfried erzählt? Dass ich meine Pokémon nicht richtig behandle? Liebe, Vertrauen, fehlt mir das wirklich? Verhindert dieser Mangel, dass ich gewinne? Ich verstehe es nicht. Aber es wird hier nicht enden. Nicht jetzt, nicht deswegen. Ich werde meinen Traum, der weltbeste Pokémon-Trainer zu sein, nicht aufgeben. Und da geht auch schon wieder, ohne Tschüss zu sagen. Unhöfliche Sau. So, dann schaue ich mal nach, was ich jetzt da... keine Ahnung, warum ich jetzt da hingegangen bin, ins Goldmenü. So, was machen wir hier jetzt? Aha, ich habe jetzt das Pokécon geöffnet, warum auch immer. Gut, dann gehen wir mal zurück ins... gehen wir jetzt zurück ins Pokémon-Center. Ja, ich gehe mal zurück ins Pokémon Center und schau nach, ob wir unser Pokémon heilen können. Ja, genau, das mache ich jetzt. Ich muss mal frische Luft schnappen. Genau, ich habe da frische Luft geschnappt. Ah, okay, frische Luft geschnappt und jetzt geht's wieder ab in den Untergrund. Hier im Untergrund ist es ja auch stickig, ne? So, dann hier eine schöne Musik. Wohin das Passwort? Und das war's schon wieder. Gehen wir mal wieder zurück. Das hat sich gerade total rentiert. Da hätten wir eigentlich gleich ins Pokémon-Center gehen können, wenn wir schon rausgegangen wären, aber egal. So, was haben wir denn? Ich muss mal kurz den Stand und Pokémon überprüfen. Ja, ein bisschen Schaden haben sie bekommen. Aber ich glaube, damit können wir noch weiterkämpfen. Gehen wir mal weiter. Es ist mir egal, wenn du dich verläufst. Du taust hier auf. Du bist nur ein Opfer. Wie? Ich bin kein Opfer! Das sagen die Leute in meiner Klasse auch immer. Egal. Radfratz. Radfratz, ist es dein Ernst? Komm,
Verpiss dich, Ratzfratz. Du bist hier das Opfer. Mann, Evoli ist schon wieder vorm Level up. Also Evoli levelt ganz schön schnell. Das liegt aber auch an den AP-Teiler. Der orientiert sich ganz schön. Aber ich glaube, ein Glücksei wäre sogar noch besser. Aber das Glücksei gibt es leider erst ab der dritten Generation. Und zwar, wenn man einen Chanera, glaube ich, fängt. Oh, du gabst, das ist cool, hä? Ja, natürlich, du fetter Aslak. Das war ein typischer Aslak, wie man ihn sich vorstellt. So, gehen wir weiter. Und ein weiterer Rocket. Öffne einen Rollladen. Und ein anderer schließt. Ich wette, du kommst nicht so weit, wie du es dir vorstellst. Ich würde da sagen, doch. Also gut, der nächste Lappen. Und was hat er? Slimak. Oh, ich bin begeistert. Endlich mal eine Entwicklung. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen, seit dem Kampf gegen Silber. Und zwar vor 5 Minuten, oder? Ne, 4 Minuten. Ach, keine Ahnung. Sehe ich gerade nicht. Boah, das hat ja gar nichts abgezogen, der Ruckzuck-Hieb. Na gut, Slimak hat ja auch viele KP, was ich irgendwie immer sage, wenn ich gegen Slimak antrete. Aber egal. Evoli schafft es schon. Ich meine, dieses Slimer greift eh nur mit Pfund an. Das sollte kein großes Problem für Evoli sein. Weil Pfund ist ja auch nicht so besonders stark. Oh mein Gott! Er hat unser Evoli mit Pfund angegriffen! Bitte nicht! Und Evoli killt ihn. So. Und wieder eine Menge Erfahrungspunkte für Evoli. Wenn es so weitergeht, haben wir bald Nachtara bzw. Psyana. Jetzt kommt Smogon. Ich kann das Pokémon nicht mehr sehen seit dem letzten Part. Im ersten Part gegen 5 Smogons hintereinander gekämpft, was soll der Mist? Das zeigt nur, wie jämmerlich schwach Team Rocket eigentlich ist. So, und Ruckzuck-Hieb. Bitte nicht vergiften, 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 lalala, nicht vergiften, sehr schön, okay. Und Ruckzuck-Hieb und ich glaube, Smogon ist down, oder? Natürlich. So, wieder ein paar Erfahrungspunkte. Evoli hat schon fast nochmal ein neues Level, aber nur fast. Okay, was kommt jetzt? Ratz. Muss ich das kommentieren? Nein, mache ich aber trotzdem, weil ich es nachsynchronisieren muss. So, boah, fast ein One-Hit-Kill mit Ruckzuck-Hieb. Seht ihr, wie schwach Ratz ist? Ruckzuck-Hieb ist gar nicht so eine starke Attacke und trotzdem fast ein One-Hit-Kill von Evoli. Also, das will schon mal sagen, wie schwach Ratz eigentlich ist. Radikal ist natürlich ganz cool, aber Ratz, ich weiß nicht. Verflixt, meine Unentschlossenheit war mein Ruin. So, dann der letzte Rocket hier oben. Uff. Wir sind von den Rollläden verwirrt. Ich verrate dir dein Geheimnis, wenn du mich besiegst. Wie, wenn du verwirrt bist, dann heißt es doch quasi, du weißt es nicht. Aber wenn du mir ein Geheimnis über die Rollläden verraten willst, dann heißt dann quasi... Du weißt einiges über die Rollläden, das heißt, du weißt etwas und du weißt etwas nicht über Rollläden. Das würde wiederum bedeuten, dass du doch diesen Rollladen, Kombinationsdingens weißt. Was wiederum heißt, dass, du gar nicht verwirrt sein kannst. Also ist das quasi ein Paradoxon, oder? Ach, scheiß drauf. So, wieder zurück zum Kampf. Jetzt höre ich höre ja schon auf mit dem Gestrebe rumgetue, ich weiß. So. Und Smogon ist down, oder? Na, noch ein KP wahrscheinlich. Na gut, löschen wir auch den letzten KP aus. Tschüss, Smogon, war nett mit dir. Und wieder Erfahrungspunkte für Evoli. Ich trainiere jetzt in diesem Part bewusst Evoli, damit es sich früh wie möglich entwickelt. Weil je länger wir darauf warten, Evoli zu trainieren, desto mehr sinkt die Zuneigung. Und wenn die Zuneigung sinkt, dann dauert es länger, bis sich Evoli zu Nachtara bzw. Psyan entwickelt. Und je später sich Evoli zu Nachtara bzw. Psyan entwickelt, desto länger, desto weniger geile Attacken lernt. Weil hier in dieser Generation gibt es ja keinen Attackenhelfer oder sowas, der die Attacken wieder beibringen kann, die man übersprungen hat quasi durch zu hohes Leveln. Ich glaube, den gibt es sogar, weil ich weiß, erst ab der, ja, erst ab der dritten, genau. So, und Alpollo schlägt dieses Slimer auch ohne Problem. Ist schon irgendwie langweilig, das jetzt zu kommentieren. Wie viel habe ich denn jetzt geschafft? 15 Minuten jetzt schon, okay.
Was heißt noch ne? Ja, der Part geht der Part geht 40 Minuten, passt ja irgendwie, weil dieser Part, der ist ja unser 40. im Let's Play. Passt eigentlich. So. Okay, jetzt sind hier drei Schalter. Die müssen wir jetzt alle in einer speziellen Reihenfolge aktivieren. Ist für manche sehr schwierig, allerdings ist es leichter, als es aussieht. Man muss sich nur folgende Kombination merken. Die ganz simpel eigentlich. Das kann man sich leicht merken. Und zwar ist die Kombination... Jetzt lauf nicht hin und her, Mensch. Warum läufst du hin und her, du dummer Kevin aus der Vergangenheit? Was machst du? Nee, warum gehst du raus? Nicht speeden. Halt, was machst du? Nein, was machst du? Warum bist du jetzt rausgegangen? Achso, der will sich... Nein, der will sich heilen. Ah, jetzt... Fällt mir erst jetzt auf. So, jetzt... Okay, du hast deine Pokémon geheilt. Jetzt geh wieder zurück in den Untergrund, du Untergrund-Junkie. Untergrund-Junkie, gibt's sowas? Nein, nicht in den Radioturm! Ab in den Untergrund, da wo du hingehörst! Vielleicht triffst du ja Mama oder Papa, so! Okay, jetzt aktivier endlich die Schalter, du verdammter Vergangenheits-Kevin aus der Vergangenheit! So, okay, ich zeige euch jetzt die Kombination. Man muss hier den ersten Schalter, der ist ganz links, also quasi ja links, dann kommt der mittlere Schalter, und zuletzt der ganz rechte Schalter. Also quasi von links nach rechts. Wie im Zweiten Weltkrieg, man muss von links nach rechts einfallen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Schnell vergessen. So. Sie haben das Projekt abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Ich suche nach Überresten der Beute. Lass mich raten. Du bist ein jämmerlicher, verfressener Dieb. Ja, und in deinem Beutel sind, die Nahrungsmittel, die du geklaut hast. Fressender Dieb. Genau. Habe ich vorhin echtes Wort mit F gesagt? F-I-C-K-T. Kevin, es geht so nicht. Sowas kannst du nicht sagen. Ist zwar nachsynchronisiert, ich weiß, da konzentriert man sich besser aufs Kommentieren, aber das Wort mit F sagen. Egal. So, gut. Evoli kriegt jetzt wahrscheinlich ein Level ab, da es dieses Vokal jetzt geschlagen hat. Jawohl, Level 34. So stelle ich mir das vor. Jetzt kommt... Scheiß-Schweiß-Smogon. Mann, das könnte man als Zungenbrecher nehmen. Scheiß-Schweiß-Smogon. Scheiß-Schweizer-Schweiß-Smogon. Ja, egal. Ja, ihr seht, mir ist langweilig, weil ich nachsynchronisieren muss, aber gehört auch dazu, wenn man Let's Play ist. Und ich hoffe, Evoli wird jetzt nicht vergiftet. Nicht vergiften! Puh, also Evoli steckt ganz schön viel weg, was Vergiftung angeht. Nicht schlecht, Evoli. Kompliment. Und wieder Erfahrungspunkte für Evoli. Er hat diesen Trainer im Alleingang geschlagen. Das ist zu viel. Nein, es ist nur ein Evoli. Oder meinst du deine Fressensbeute? So, hier ist ein weiterer Dieb, glaube ich. Was machst du? Hör auf da rumzulaufen. Geh nach unten. Ach so, ja. Ich speichere mal kurz und dann schaue ich mal nach. Ich gebe Evoli jetzt mal einen Sonderbomben, um zu schauen, ob es sich jetzt schon mit einer Zuneigung entwickelt. Mal schauen. Und entwickelst du dich, Evoli? Nein. Okay, dann mache ich es eben so. Ich lade das Ganze jetzt mal nochmal. Hätte ja sein können, dass es sich jetzt schon entwickelt zum Zuneigung. Ich wollte nur mal schnell schauen, so. Hier ein weiterer Dieb. Wirf deine Goodies herüber. Was ist ein Goodie? Ich weiß es nicht. Kannst du mir erklären, was ein Goodie ist? Wisst ihr eigentlich, was ein Goodie ist? Ich weiß es echt nicht, was es ist. Goodies, muss ich mal googeln. Goodies Definition. Mann, ein Smogon schon wieder. Okay, das ist mir zu heiß mit einem geschwächten Evoli mit nur 24 KP gegen einen lebendiges Smogon zu kämpfen, was mich mit einer Schlammattacke leicht ausnehmen kann. So, ich nehme jetzt mal Iglava. Und ich prophezeie, Iglava wird nach dieser Attacke vergiftet sein. Okay, falsch prophezeit. Meine Uri Geller Fähigkeiten, die habe ich noch nicht so richtig entfaltet. Okay, jetzt kommt ein weiterer Schlammbad, glaube ich, von Smogon.
Sagt jemanden, der sich denn nicht weiß, wie man vorhersagt. Und das bin sicher nicht ich. Nein, nein, nein. Magma, cool. Endlich mal eine Abwechslung. Ich würde sagen, wir machen den Magma mal, ein Surfurlaub. Auf den Malediven zum Beispiel. In Indien oder sowas. So, Surfer. Gardos nimmt sein Surfbrett und surft auf Magma drauf. Magma mag es nicht, daher stirbt es jetzt. So. Okay, was kommt jetzt? Ich habe gerade nicht gesehen, was kommt. Ja, was machst du jetzt? Was nimmst du jetzt für ein Pokémon? Du hast die Wahl. Was nimmst du jetzt für ein Pokémon? Hör auf, da rum zu scrollen. Was, Evoli? Ist ein bisschen riskant, würde ich sagen, oder? Warum nimmst du Evoli? Vergangenheits-Kevin. Na gut, wenn du meinst. Gut, was machst du? Was machst du? Nein, du gibst dem Evoli jetzt keine Top-Genesung. Keine Top-Genesung? Nein, die verwendest du jetzt nicht. Nein, aus, weg, Pfoten weg. Nein, 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 nein. Er hat's gemacht. Dummheit gehört bestraft. Egal. So. Naja gut, jetzt hat Evoli wieder volle KP, aber das war eine Top-Genesung. Mensch, Junge, das kannst du nicht machen. Top-Genesung verschwenden. Für nur 50 KP. So, das machen vielleicht Amerikaner, aber nicht du. Jetzt komm, ein Ruck zu geben und Smogon ist down. So. Wieder Erfahrungspunkte, Evoli wieder kurz vom Level up. Gnade. Nein, Evoli, töte ihn. So. Na, man, Killer, Evoli. Mit so fletschenden Zähnen und so. Einen Hyperheiler gefunden. Gut, gehen wir mal weiter. Eine weibliche Rocket-Trainerin. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Ich zeige dir etwas, das dich Angst macht. Oder das dir Angst macht. Also gut, weibliche Team Rocket Trainerin. Duflor. Ich glaube, die letzte weibliche Rocket Trainerin, gegen die wir angetreten haben, das war ja angetreten sind, sorry, falsches Deutsch, war im Rocket versteckt. Die hatte auch ein Duflor. So, ich hoffe, Duflor setzt keinen Schlafpuder oder sowas ein. Irgendwas Fieses halt, ne? Das wäre ziemlich uncool und ruckzuckieb. Ey, warum killt es jetzt das Duflor nicht? Oh Gott, Schlafpuder. Ich meine, der Ruckzuckieb vorhin hat einen bis zur Hälfte abgezogen und jetzt zieht er plötzlich nicht mehr zur Hälfte ab. Oh Mann, mein Wecker geht an. Ja, hab vorhin gepennt, da habe ich mir einen Wecker jetzt halber gestellt, weil, einfach mal so, ne? Ein weiteres Duflor. Ich greife es mit Biss an, just for fun. Vielleicht schreckst du jetzt, oh Gott, schon wieder, Schlafbruder, vielleicht schreckst du zurück, deswegen nochmal Biss. Okay, hat nicht so ganz gebracht, jetzt steige ich wieder um auf Ruckzuckieb. Und Säure, es senkt unsere Verteidigung. Oder? Ja, in dem Fall nicht, aber es besteht eine Chance, dass Säure die Verteidigung senken kann. Und Level Up! Level Up! Ah, schon wieder Level Up für Evoli. Evoli levelt heute wie ein Wilder. Und diese Rocket Trainerin hätten wir besiegt. Wie konntest du? Ganz einfach, ich hab dich geschlagen. So. Gut, was machen wir jetzt? Was machst du? Oh ne, jetzt macht er schon wieder. Jetzt schaut er schon wieder nach, ob sich Evoli entwickelt mit dem Sonderbaumann. Ja bitte, wenn es dir gut geht. Also gut, ich nehme jetzt mal wieder Sonderbonbon und gebe es Evoli und tu so, als hätte ich das jetzt gerade gemacht. Was, Staffette? Sicher, Evoli? Staffette, Na gut, ich vergesse mal Routenschlag. Einfach mal so. Und, entwickelst du dich? Nein. Okay, ich lade das Ganze nochmal. Oder mein Kollege aus der Vergangenheit, was auch immer. Was machst du jetzt? Okay, er schaut jetzt den Status seiner Pokémon an. Keine Ahnung warum. Achso, jetzt verschiebt er die Position. Iglava an erster Stelle, oder? Ja, natürlich. Damit Iglava Flammrad erlernt. Deswegen habe ich das gemacht. Gut, dann aktivieren wir mal diesen Notfallschalter. Er ist ausgeschaltet, den müssen wir einschalten, damit sich diese rechte Tür hier öffnet.
Aber, ja, ich glaube, ich schaue besser nach, ob wir hier alle Items mitgenommen haben. Könnte ganz nützlich sein, diese ganzen Items mitzunehmen. Und hier ist ein Item da drüben. Okay, jetzt dann müssen wir irgendwie klug vorgehen und das Item irgendwie bekommen. Um dieses Item zu bekommen, muss man halt ein bisschen probieren. Ich nehme jetzt mal die mittleren Schalter und schaue nach, was passiert, ob wir dann durchkommen. Nein, das tut rein gar nichts, außer uns den Weg blockieren. Jetzt müssen wir einen anderen Schalter aktivieren. Ich nehme mal diesen hier. Und hat der jetzt irgendwas bewirkt? Okay, hier ist offen, aber wir kommen hier jetzt nicht mehr vorbei. Das ist schlecht. Dann aktiviere ich jetzt einmal den hier. Jetzt einmal, ich rede hier so Schwäbisch. Jetzt einmal so. Ist es Schwäbisch oder Bayerisch? Ich habe keine Ahnung, was es für ein Akzent ist. Ich glaube, ich versuche jetzt einmal ganz deutlich zu sprechen in einem Akzent, den es gar nicht gibt, weil irgendwie jeder in Deutschland seinen eigenen Akzent besitzt. Ich meine, die Kölner, die reden Kölsch, die Schleswig-Holsteiner reden Schleswig-Holsteinerisch oder so, keine Ahnung, das weiß ich nicht genau. Und die Bayer reden Bayerisch und die Sachsen, die reden Sächsisch. So, jetzt versuche ich mal, meinen Akzent zu verbergen, einfach mal so just for fun, weil mir gerade langweilig ist. Während wir hier diese Schalter aktivieren, das kann jetzt auch ein bisschen dauern. Ach, ich sage immer das statt das. Das kann jetzt eine Weile lang dauern. Oh Gott, das ist schwierig so zu reden. das ist schwierig so zu reden. So, jetzt sag... Jetzt, ja, ich probiere jetzt weiter ohne Akzent zu sprechen, während ich jetzt diese Schalter aktiviere. Mann, das klingt total, das klingt total komisch. Naja, gut, jetzt haben wir einen Weg vorbeigefunden, wieder zurück zu diesem Notfallschalter. Allerdings bringt das uns nicht viel, denn wir wollen ja das Item mitnehmen. Alles klärchen. Jetzt muss ich halt ein wenig rumprobieren. Das dauert, wie gesagt, eine Weile. Ja, ich hoffe, ich kann euch jetzt während einem akzentfreien... Was habe ich jetzt gerade gemacht? Was ist denn los? Keine Ahnung, irgendwie hang das Spiel jetzt gerade. Ist aber auch egal. Mann, ich weiß nicht, was... Also das klingt so unmenschlich, wenn ich so rede. Das klingt wie ein Roboter oder der Google-Übersetzer. Ich nehme jetzt mal den mittleren Schalter. Also ehrlich gesagt kann ich das dann, das, was ich dann spreche oder jetzt spreche, gleich in den Google-Übersetzer eintippen und dann die Soundaufnahme oder den Sound-Button drücken. Das wäre der gleiche Effekt im Vergleich zu das, was ich jetzt gerade mache. Okay, geht es hier vielleicht entlang? Nein, hier geht es nicht lang. Dann muss ich halt weiter probieren. Ich aktiviere diesen Schalter jetzt ein zweites Mal. Okay, jetzt ist hier wieder zu. Ah, scheiß drauf, ich rede lieber mit Akzent. Ich kann so nicht reden, das ist ein bisschen ungewohnt. So, jetzt haben wir den Ding aktiviert, den mittleren Dingens, ne, den mittleren... Oh Gott. Okay, jetzt muss ich irgendwie unterhalten, weil das ist irgendwie einseitig. Ich probiere jetzt also, wie gesagt, nur hier ein bisschen rum. Ich glaube, das dauert bis zur halben Stunde jetzt gerade. Ja, ihr könnt meinetwegen überspringen, wenn es euch langweilig ist. Warum gehst du zu... Okay, ja, er ist wieder zurückgegangen und jetzt wurden die ganzen Schalter wieder zurück auf ihre ursprüngliche Position gesetzt. Alles klar, jetzt haben wir hier unten was freigeschaltet. Oder was geöffnet, whatever. Ist ja auch egal. Gleich fange ich zum Singen an, weil mir langweilig ist. Das mache ich irgendwie immer, wenn mir langweilig ist. Nämlich singen. So.
Also gut, jetzt hat er nochmal den Schalter aktiviert. Mann, jetzt habe ich irgendwie jetzt immer noch das ohne jetzt habe ich immer noch dieses Sprachdingens im Kopf ohne Akzent. Mann, das hat sich irgendwie jetzt bei mir eingeprägt. Ich will wieder bayerisch reden und nicht so deutlich. So reden Fachanwälte oder sowas, was weiß ich. Egal, jetzt haben wir den Rauchball gefunden. Ja, es ist ein Rauchball. Woher ich das weiß? Ganz einfach, weil ich es schon gespielt habe. Also gut, dann gehen wir wieder zurück, damit sich das Ganze wieder auf die ursprüngliche Formation zurück stellt. Und jetzt machen wir es wieder wie vorhin. Wir aktivieren die Schalter von links nach rechts. Zum ersten. Zum zweiten. Und schließlich und endlich zum dritten. Okay, sieht ja ganz gut aus. Jetzt haben wir hier wieder alles geöffnet. Jetzt kann es ja weitergehen. So, wir müssen zunächst diesen Notfallschalter nochmal aktivieren, damit sich diese Tür hier rechts öffnet. Zack, und hier sind wir auch schon wieder. Hier habe ich an der Stelle gedacht, den Part zu beenden. Habe ich nachgedacht und dann habe ich mir entschlossen, ach, egal, machst du diesen Untergrund noch weiter. Das dauert ja eh nicht so lange. So, wir haben einen Hyperball gefunden. Gehen wir mal weiter nach unten. Hier ist ein weiterer Rocket. Weiter kommst du nicht. Ich habe niemals Mitleid mit meinen Gegnern. Auch nicht mit Kindern. Ach komm, was für ein herzloser, kleiner, kranker Idiot. Mit nur zwei Pokémon. Oh, Radikal, ich bin begabt. Ich bin beeindruckt, endlich mal ein Radikal. Mit Level 24. Ich meine, wir haben sieben Orden, das müsst ihr euch vorstellen, und es tauchen immer noch Pokémon mit Level 24 bei Trainerkämpfen auf. Witz, oder? Ja, das ist ein Witz. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das muss ein Witz sein. Sieben Orden und Pokémon Level 24. Ich glaube, sowas gibt es nur in der Kristall-, Silber- und Gold-Edition. Und Soul Silver und Hellsgold. Naja, egal. Ist aber ein trotzdem cooles Spiel, auch wenn die Level hier sehr gering gehalten werden in diesem Let's Play. Aber scheiß drauf. So, es kommt ein Golbat. Gut, ich möchte, dass Iglava Flammenrad erlernt, deswegen lasse ich Iglava jetzt noch ein bisschen draußen. Ja, diesmal waren es ein Volltreffer und ist schreck zurück. Sehr schön, Iglava. Endlich mal wieder was Gutes von dir. Okay, jetzt noch ein Ruckzuckhieb und Golbat hat ausgedient. So, gibt's ein Level Up? Ich glaube schon. Na, noch nicht ganz, aber fast. Verdammt. Gut, hier ist ein weiteres Item. Ich schätze den Hyperball, oder? Nee, Top-Älter. Hallo, Top-Älter. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke, dass du mich aufgesammelt hast. So, hier ist ein weiterer Rocket. Ich kenn dich. Du hast mich in unserem Versteck. In unserem Versteck richtig vermöbelt. Du schon wieder, du Dummkopf. Du Dödel, dämlicher Dummkopf. So, hast du immer noch ein Radikal oder... Oh, da hat sich ein Slimer zugelegt. Wow, Respekt. Er hat einen Schleimer. Dieser Schleimer hat einen Schleimer. Gut, dann schaue ich mir nach, ob es wieder zurückschreckt. Wie auch vorhin des Golbats. Oh nein, jetzt wird es so groß wie das Gehirn von seinem Trainer. Oh nein, das ist nicht gut. Wieso Iglava den jetzt treffen, wenn er so klein ist wie sein Hirn? Das ist schlecht. Oh Gott, Schlammbart. Das war's für Iglava. Das wirst du nicht überleben, glaube ich, oder? Oh, du hast es überlebt, aber du bist leider vergiftet. Ja, jetzt hätten wir den Top-Genesung gebraucht. Genau jetzt, in diesem Moment. Aber nein, dieser Dödel verwendet ihn, um 50 KP von Evoli zu heilen. Ja. Also gut, X-Bart, mach kurzen Prozess. Bis. Nein, bis ist doch kein kurzer Prozess. Ah. Übrigens gehe ich morgen ins Gericht, ne? Dann wird es wahrscheinlich echt ein kurzer Prozess. Nee.
als Shooter's Fluke, nicht, nicht, dass ihr denkt, was bei mir los ist und so, nur als Shooter's Fluke, ne? Okay, das war's. Slimer ist down. Und Level Up, Feboli? Nein, leider nicht, aber vielleicht bald schon wieder. Und Smogmog, er hat sich einen Smogmog zugelegt. Was ist eigentlich mit deinem Radikal? Ich fand deinen Radikal irgendwie cool. Warum hast du deinen Radikal nicht mehr? Ach Mensch, ich vermisse dein Radikal. Das war so cool. Nein, er holt sich einen Smogmog. Welcher Idiot nimmt Smogmog? Ich bin Team Rocket Let's Play. Okay, er hat Finale eingesetzt. Weil er eingesehen hat, dass er mich nicht schlagen kann. Mann, ich bin jetzt ganz schön arrogant, ich weiß. So ist es also. Na, jetzt mach schon weiter. Hört sich an wie Dr. Hilbert. Das war grandios, ich werde nicht vergessen. Und es ist so goofy wie... Entweder Dr. Hilbert so... oder Goofy aus der Zeichentrickserie. Egal. Wie bist du so weit gekommen? Wie bist du so weit gekommen? Ich denke, es gibt keine andere Lösung, um dich loszuwerden. Lass den Intendanten frei. Sonst mache ich dich und meine Pokémon zu Brei. Mann, geile Punchline. Ihr sollt beim JBB mitmachen, ohne Witz jetzt. So, oh nein, Iglava ist fast down. Na gut, da muss ich quasi wechseln, weil sonst ist Iglava sicher down. Ich nehme mal Gyarados. Gyarados hat das niedrigste Level und sollte vielleicht auch noch ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Dann ist es so stark wie das Shiny Gyarados beim See des Zorns. Was ich aus Protest nicht genommen habe. Weil jeder dieses Shiny Gyarados nimmt, das ist voll langweilig, voll Mainstream. Sowas macht jeder. Daher nehme ich jetzt mal ein blaues Gyarados, habe ich glaube schon erwähnt. Und Iglava lernt kein Flammenrad. Mann, nach dem Part schaue ich nach, wann Iglava Flammenrad lernt. Ich weiß es zwar jetzt schon, aber ich tue jetzt mal so, als würde ich nachschauen. Später, am Ende des Parts. So, ein weiteres Morgon. Und da ist eine große Welle, die Gyarados gleich nutzt, um auf Smogon zu surfen. Er benutzt quasi Smogon als Surfbrett. Oh, er tut sich hier weh. Und Season Rocket hätten auch geschlagen. Er wurde mich los. Gut, der Intendant ist wahrscheinlich jetzt frei. Was heißt hier wahrscheinlich, er ist jetzt frei? Wie? Was? Du willst mich retten? Ja, danke. Der Arabienturm? Was geschieht dort? Von Team Rocket besetzt. Hier, nimm diesen Türöffner. Dankeschön. Na, dankeschön. Damit kannst du den Rollladen im zweiten Stock öffnen. Ich flehe dich an, uns zu helfen. Niemand weiß, was sie vorhaben. Wenn sie erst die Kontrolle über den Transmitter erlangen. Sie können sogar mit einem Spezialsinger alle Pokémon kontrollieren. Bitte hilf mir, du bist meine letzte Rettung. Bitte rette den Radioturm und alle anderen Pokémon in diesem Land. Erst nachdem ich das Item mitgenommen habe. Was ist das für ein Item? Es ist eine TM. Und die TM ist... Umblättern bitte, danke. Schlafrede. Okay, könnten wir mit Erholung kombinieren? Ja, dann schaue ich mal nach, wie es unser Pokémon geht. Okay, ich glaube, ich muss zurück ins Pokémon Center. Halt nein, okay, jetzt habe ich nachgeschaut, wann Iglava Flammrad erlernt. Es ist mit Level 31, also quasi in einem Level, erlernt Iglava Flammrad. Gut, jetzt stirbt unser Iglava leider wegen dem Gift. Münzamulett. Okay, an der Stelle hätte ich vielleicht das Münzamulett gleich einem Pokémon geben sollen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich muss im nächsten Part, wenn ich den starte, daran denken. So, dann gehen wir mal ins Erdgeschoss. Denn wir sind hier übrigens im Kaufhaus. Wer hätte es gedacht? Ja, der Untergrund ist verbunden mit dem Kaufhaus. Wer hätte es gedacht? Und jetzt gehen wir ins Pokémon Center. Wer hätte es gedacht? Und heilen unsere Pokémon. Wer hätte es gedacht? Gut, dann gehe ich mal raus und stelle mich vor dem Radioturm. Damit wir im nächsten Part sofort weitermachen können. Der nicht mehr nachsynchronisiert werden wird, glaube ich. Hoffen wir es. Was machst du jetzt schon wieder? Ah ne, er stellt sich vor dem Chauffeur hin, okay.
Gut, dann verabschiede ich mich schon mal für diesen Part. Ich kann nicht bestimmen, wann der Part zu Ende ist und sage Tschüss und ja, dann bis zum nächsten Part unsynchronisiert. Sorry, dass ich diesen Part synchronisieren musste. Wird hoffentlich nie wieder geschehen. Naja, gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Part. Also macht's gut. Ciao.